Ja, hallo, Steve Okonola hier. In diesem Abschnitt schauen wir uns die Ehe an. Was ist die Ehe? Wie funktioniert die Ehe? Und welches Ziel hat die Ehe? Dazu ziehen wir uns Gottes Wort zur Seite, denn Gott schuf die Ehe. Gott gab die Institution der Ehe den Menschen Kinder zum Schutz, zum Segen, und die Ehe hat ein klares Ziel. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, dann werden unsere Ehen auch fruchten. Dann werden sie besser funktionieren. Wir sind also auf seine Anweisung und auf seine Anleitung angewiesen, damit diese wichtige Bindung auch funktioniert. Wir Menschenkinder, wir sind komplexe Wesen und sein Wort und seine Weisheit leitet uns, um diese Dinge richtig zu leben. Die Ehe ist also ein wichtiger Bestandteil in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, die Gesellschaft funktioniert nur so gut, wie auch die Ehe funktioniert. Wenn meine Ehe fruchtbar und fruchtvoll und gut und harmonisch ist, dann hätten wir auch dieses Bild in der Gesellschaft. Wiederum, wenn die Ehe zersplittet und marode ist, dann reflektiert es die Qualität der Ehe, dass sie nämlich da mangelt. Und die heutigen Zahlen sprechen diese Sprache, dass die Ehe nicht gut funktioniert. 50% Scheidungsrate. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen nicht geheiratet haben, um später in bittere Ehekriege verstrickt zu werden. Und einige schreien auf und sagen, dass das Konzept der Ehe ist an sich veraltet und überholt. Einige sagen, dass das Konzept der Ehe ist zum Scheitern verurteilt. Und die Zahlen sollen wohl das belegen, dass dem auch so ist. Die Frage ist, sind das die richtigen Antworten? Oder liegt die Antwort darin zu finden, dass der Mensch die Parameter von Anfang an falsch bedient? Er geht die Ehe von vornherein falsch an. Das schauen wir uns mal an. Also, die Ehe ist ein wichtiger Baustein in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht der wichtigste Baustein, um richtig leben zu können, wie wir zu leben haben. Das ist nur auf Christus gegründet, Jeschua, der Messias. Nur durch ihn erfahren wir das wahre Leben. Die Ehe ist ein wichtiges Werkzeug, die Ehe verfolgt ein Ziel. Und der eine mag jetzt überrascht sein zu hören, dass die Ehe ein Ziel haben soll. Ist das Heiraten an sich nicht schon das Ziel? Habe ich das Ziel nicht erreicht, wenn ich geheiratet habe? Ich biete das Verständnis an, dass es nicht so ist. Die Ehe hat ein Ziel und wir werden in diesem Abschnitt darüber sprechen, was ist die Ehe und welches Ziel verfolgt die Ehe? In weiteren Teilen reden wir darüber, was die Ordnung in der Ehe ist. Gibt es da Werkzeuge, die bedient werden dürfen, damit auch diese Ehe funktioniert? In einem weiteren Teil dann sprechen wir über die Vorbereitung der Ehe. Wie gehe ich diese Ehe ein? Was sind die Parameter, die von vornherein beachtet werden können? Und gibt es überhaupt so eine Sache wie eine Vorbereitung für eine Ehe? Wonach geht man, bevor man heiratet? Kann man verliebt sein? Ist verliebt zu sein ein biblisches Konzept und was würde es bedeuten, verliebt zu sein? Dann, was sind so Gefühle oder Emotionen? Sind das gute Grundlagen, um eine Ehe zu bedienen? Ist es ein gutes Fundament, auf welches eine Ehe gebaut werden kann, wenn ich mich verliebe oder ich habe Kribbeln im Bauch oder du fragst den jungen Mann, was findest du an der Frau und er sagt, sie ist sehr charmant oder sie sagt, er ist witzig oder sie hat mich umgehauen oder er hat mich umgeworfen. Reicht das aus, damit eine Ehe Bestand hat? Was ist mit der Partnerwahl? Gibt es sowas wie eine richtige Partnerwahl? Worauf achtet der Mann oder die Frau, der oder die nun die Ehe eingehen möchte? Und in einem weiteren Teil schauen wir uns die Arbeit innerhalb der Ehe an. Was muss fortwährend gemacht werden, damit die Ehe auch Bestand hat und auch zur Frucht und zum Ertrag, zum Ziel kommt? Und dann schauen wir uns natürlich die Hauptakteure an, um die es geht, nämlich der Mann und die Frau, die halt diese Union eingehen. Das wird einen Ausblick bieten. So ist meine Hoffnung, dass wir die Ehe besser verstehen. Arbeiten wir erstmal an die Parameter, an uns, dass wir übereinkommen, dass wir wirklich uns unterordnen, wie Gott es meint, hätten wir eine andere Frucht in unserem Leben, wir hätten Frieden in der Gesellschaft und wir hätten auch den Segen, den Gott da für uns gedacht hat. Also, was ist die Ehe? Das ist das Thema für diesen Teil, für dieses Video. Was ist die Ehe? Und ich gebe die Antwort des Messias auf die Frage hin, was ist mit dem Passus im Gesetz über
ein Scheidebrief. Die Thematik ist jetzt hier, nur dass ich zitieren möchte, was Messias als Antwort gab, was die Ehe ist. Und er zitiert es aus dem Gesetz Gottes, aus der Tora. Das ist Matthäus 19 und Vers 4. Und er sagt, er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, Basar Echad. Sie werden ein Fleisch sein, das heißt ein Mann und eine Frau, sie gehen eine Bindung ein und sie hängen einander an. Das Wort, das sie einander anhängen werden, ist das Wort Davak. Aus dem Wort kommt das heutige Wort aus dem modernen Hebräisch vor. Ich weiß nicht, ob es im Althebräisch auch schon war, aber Devek, Devek ist der Kleber. Davak, Devek, kleben, er wird seiner Frau ankleben. Es wird eine ganz, ganz starke, unzertrennliche Bindung werden. Das ist erstmal, was die Ehe sein wird. Dann hier ist die Quelle des Zitats, 1. Mose 2 in Vers 24. Und hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Basar Echad, ein Fleisch werden sie sein. Das heißt, was ist die Ehe? Die Ehe ist eine Bindung zwischen einem Mann und einer Frau, die übereinkommen, zusammenzukommen, sich zu binden auf ewig, unzertrennlich. Devek, Davak, sie kleben zusammen. Diese Bindung wird wichtiger sein als alles andere, was sie vorher hatten. Freundinnen, Freunde, Bruder, die eigene Schwester, sogar Vater und Mutter. Diese neue Bindung übertrumpft das alles. Später hat Gott geboten, dass Nahverwandte sollen nicht geheiratet werden. Es bedeutet, dass in der Regel ist der Ehepartner einem zuvor vollkommen fremd gewesen. Selbst wenn er bekannt war aus der Nachbarschaft oder man hat ihn in der Schule kennengelernt oder man kennt sie schon von damals, die wahren Eigenschaften des Charakters, die findet man erst heraus, wenn man wirklich zusammen wohnt, wenn man in diese Bindung eingegangen ist. Das heißt, die Ehe ist eine Union zwischen einem Mann und einer Frau, die damit übereinkommen, eine neue Bindung, eine neue Union zu gründen. Okay? Und diese neue Union ist stärker als alles andere. Da kann keiner zwischenfummeln, keiner zwischenfungieren. Parameter müssen vorher beachtet werden. Da haben wir gesagt, wir werden später auch drüber sprechen. Das heißt, das gottgegebene Recht, heiraten zu dürfen, ist jedem da gegeben. Er soll nur darauf bedacht sein, dass er auch die richtige Wahl trifft für diese Union, denn es wird entscheidend sein, dass die Union auch funktioniert. Ja? Aber wichtig erstmal ist ein Mann, eine Frau. Das ist, was zusammenkommt, damit diese Union entsteht. So hat es Gott gemacht. Diese Union ist stärker als die Bindung, die man vorher hatte. Das heißt, der Partner, der Mann wird jetzt für die Frau die Hauptperson im Leben und die Frau wird für den Mann nun die Hauptperson im Leben, noch vor dem eigenen Vater und vor der eigenen Mutter. Das ist die Union und diese Union hat ein Ziel. Seid fruchtbar und mehrt euch. Aus dieser Union und nur aus dieser Union entsteht das Leben. Nun wissen wir in der heutigen Zeit, dass Nachwuchs zu zeugen, dass viele Menschen, dass wir haben uns nicht daran gehalten in vielen Instanzen. Viele Instanzen ist so, dass Nachwuchs ist entstanden, obwohl keine Union der Ehe zuvor da war. So hat Gott es nicht gedacht. Gott hat es so gedacht, dass Mann und Frau kommen zusammen in Übereinkommen, in Freiwilligkeit, durch Liebe und durch Verständnis ewiglich aneinander gebunden zu sein. Das ist die Ausrichtung, dass die Grundlage, wie die Ehe eingegangen wird. Aus dieser Union entsteht Leben und wenn wir umkehren von egal was wir gemacht haben, da ist Heilung zu erfahren in Christus, wenn wir um Vergebung bitten und wir fangen an, die Sachen so zu leben, wie Gott sie meint. Ja? Denn wir ernten die Früchte aus Entscheidungen, die wir zuvor getroffen haben. Ich gehöre auch zu denen, die sich nicht auf die Ehe vorbereitet haben, durch mein Leben vor dem Glauben, wie ich hätte vorbereitet werden sollen. Und das musste später alles aufgearbeitet werden, aber Heilung ist in Christus, in Gott da. Wie Gott es gedacht hat, ist das ein Mann, eine Frau, sie kommen zusammen, legal zueinander gebunden
Okay, in unserem Fall jetzt hier das Standesamt, was jetzt da amtlich was ausfüllt, dass dieses Paar wirklich zusammengehört. Sie sind legal nun als eine Einheit zu sehen, denn sie werden ja ein Fleisch sein. Und wenn das geschieht, denn Intimität, das Sexuelle ist auch ein Bild dafür, dass die jetzt zusammengekommen sind, die werden ein Fleisch sein und daraus entsteht Leben. Um das jetzt zu verstehen, für die nächsten 15 Minuten würde ich gerne dieses Konzept darstellen. Es wird wichtig sein für unser Verständnis, was die Ehe ist und welches Ziel sie hat. Aus der Ehe entsteht Leben, damit ist erstmal Nachwuchs gemeint, Nachkommen, Kinder werden gezeugt. Leben entsteht aus der Ehe. Als die Ehe gegeben wurde, in dem Urzustand, der Mensch war perfekt. Das heißt, er hatte Gottes Charakter. Er war lebendig. Tot ist jemand nach dem Wort Gottes, wenn er Gottes Charakter nicht hat. Wie kam es dazu, dass der Mensch mal Gottes Charakter hatte und heute nicht mehr? Der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Er hat gegen Gottes Gebote verstoßen und er bekam einen gefallenen Charakter. Der gefallene Charakter ist das, was ihm zum Tode bringt. Das heißt, an dem Tag, wo Adam sich entschied, gegen Gott zu gehen, er fiel nicht an dem Tag tot um. Aber sein geistiger Tod war an dem Tag beschlossen. Er war an dem Tag geistig tot. Wenn Gott ihn erlösen will, dann hat es mit seinem Charakter zu tun. Der Ursprung ist der göttliche Charakter, der nicht mehr da ist. Leben also nach der Bibel heißt nicht, dass der Mensch wurde geschaffen, damit er 70 oder 80 Jahre nach Psalm 90 nur lebt und dann stirbt. Leben in der Bibel, was Gott meint, ist das ewige Leben. Wenn Gott von dem Tod spricht, dann meint er den ewigen Tod. Das heißt, der ewige Tod ist das wahre Problem, obgleich der Mensch jetzt in dieser Zeit schon stirbt und sterben muss und wird aufgrund dessen, dass er rebelliert hat. Wichtig zu verstehen, dass wir erstmal das Konzept Leben begreifen gemeinsam, was Gott mit Leben meint. Nicht die 70, 80 Jahre ist der Ausblick für das Leben. Dafür hat Gott die ganze Erde nicht geschaffen. Der ganze Reichtum und Holz und Wasser und Schönheit und Gold ist nicht gegeben worden, damit der Mensch es ein paar Jahre nur sieht und dann tot umfällt oder begraben wird. Der Grund, weswegen der Mensch geschaffen wurde, ist, dass er ewiglich lebt. Aber die Bedingung ist geknüpft an dem Behalt seines göttlichen Charakters. An dem Tag, wo er diesen verliert, durch eigenwillige Rebellion oder Entscheidung, stirbt er. Das Leben nun heißt, dass der Mensch ewiglich lebt. Und Christus kam, um uns dieses ewige Leben zu geben, was von vornherein da war. Der Mensch hat es verloren. Also das Thema hier ist, dass als der Mensch die erste Union der Ehe jemals eingegangen ist, war er perfekt. Der Mensch, der jetzt die Union eingeht, ist gefallen. Gefallen heißt, er hat nicht die göttlichen Eigenschaften, die er mal hatte. Er hat jetzt gefallene Eigenschaften. Neid, Zorn, Bitterkeit, Hass, Verfremdung, Schüchternheit, Komplexe, Depression, das sind alles Aspekte, das sind alles Eigenschaften des gefallenen Menschen. Er ist tot. Der Mensch, der diesen Charakter hat, ist tot. Die meisten Menschen sind tot, weil sie Christus nicht haben. Ja, sie leben, sie essen Brot und sie trinken, aber biblisch gesehen, nach dem Wort Gottes, sind wir tot ohne Christus. Wir sind alle tot geboren, obwohl wir lebendig waren und im Kreissaal vielleicht geschrien haben. Aber alle von uns sind tot geboren und wir benötigen Gottes Gnade, um wieder zu leben. Also, warum der Mensch tot ist, ist wegen seinem gefallenen Charakter. Diesen gefallenen Charakter bringt er mit auf die Welt, obgleich er quicklebendig erscheint, aber er ist schon tot. Wenn er jetzt nun leben soll, benötigt er Christus in seinem Leben. Und dieser Unsinn, dass jemand Christus bekennt als Messias und dadurch gerechtfertigt wird, oder dieser Unsinn, dass nur die Gnade Gottes ihn zum Leben bringt, und nur das, nichts anderes, Christus sagt, das ringt danach, ins ewige Leben zu kommen. Apostel Paulus schreibt das, arbeitet an deiner Erlösung mit Furcht und Zittern. Und im Hebräerbrief steht, ihr habt nur nicht bis aufs Blut gegen die Sünde gekämpft. Also es ist ein Bestreben, ein Arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Christus sagt, das Kreuz führt zum ewigen Leben.
Das Kreuz zu tragen heißt, dass diese schlechten Eigenschaften können nun gekreuzigt werden, tagtäglich durch Glaube an Messias. Macht das Sinn? Wir wollen klären, was das Leben ist. Wir müssen erstmal verstehen, was ist das Leben? Nachwuchs, Kinder zu erzeugen, ist nicht das Ziel der Ehe. Es ist ein Bestandteil, das ist nicht, warum wir geheiratet haben. Okay? Wir haben Freude dran, wir lieben unsere Kinder und wir fühlen uns da gebunden und wir fühlen uns verantwortlich. Es ist nicht das Ziel. Leben ist das Ziel für einen jeglichen in dieser Familie, aber Leben kann nur gewonnen werden, nur gefunden werden in Christus. Christus sagt dir, der gefallene Charakter ist das Problem. Ich bin gekommen, damit du lebst. Aber damit du lebst, du musst es ausleben in der Zeit, die dir noch gegeben ist. Und das Ausleben bedeutet, du tragst das Kreuz. Das Kreuz führt zum Leben. Das Kreuz bedeutet, deine schlechten Eigenschaften, diese gefallenen Eigenschaften, werden gekreuzigt tagtäglich. Das heißt, als Adam Nachwuchs zeugte, war er 130 Jahre, als seine Kinder geboren wurden. 130 Jahre, aber er starb mit 930 Jahren. 800 Lebensjahre bekam er. Warum lebte er so lange? Einige sagen, dass die atmosphärischen Bedingungen waren damals gegeben, er konnte länger leben, es mag sein. Ich glaube, dass er lebte so lange, um wirklich leben zu dürfen. Denn er ist jetzt gefallen, er bekommt plötzlich an einem Tag die gefallenen Charakterzüge. Du siehst sofort, er versteckt sich, er schämt sich. Gefallene Eigenschaften, kein. Er ist zornig, er ist wütend, er mordet. Gefallene Eigenschaften, Ehebruch, Habsucht, neidisch, Eifersucht, gefallene Eigenschaften führt zum Tod. In Christus ist jetzt die Gnade da, weiterhin noch zu leben, physisch. Man wird physisch sterben. Aber wenn man es schafft, in dieser Lebenszeit diese Eigenschaften durch Christus Kraft, Geist und Blut zu kreuzigen, hat man Gottes Charakter wieder. Heißt, die Ehe soll Leben erzeugen, geht mehr, als dass nur Nachwuchs entsteht. Die Ehe ist der Schauplatz, wo gekreuzigt wird. Da, weil sie ein Fleisch werden soll, zwei gefallene Menschen sollen nun eine göttliche Union eingehen. Göttlich in der Hinsicht, es ist göttlich inspirierte Union. Es hat sich nicht der Mensch ausgedacht. Er mit seinen gefallenen Eigenschaften ist gar nicht in der Lage, das zu leben. Okay? Weil er geht da rein mit falschem Verständnis. Der Mensch geht da rein und er glaubt, er kriegt da Glück und Wonne, weil er eine sehr, sehr schöne Person geheiratet hat. Er glaubt, er findet dort Glück und Freude, weil er viel Finanzen hat. Und ich kann dir von hier bis übermorgen Beispiele geben, wie genau das nicht dazu geführt hat. Teilweise war es sogar Teil des Problems, dass die Ehe später geschieden wurde. Okay? Also, die Ehe hat zum Ziel, dass Leben entsteht. Aber von vornherein sollst du dennoch die Parameter richtig erstmal abstecken, so gut du es kannst. Der richtige Partner, die richtigen Umstände etc. Aber das Ziel ist, dass du lebst und du wirst in der Ehe falsche, gefallene Eigenschaften geschliffen bekommen. Zusätzlich, dass du Intimität, Freude, Wonne, Glück, Friede, Liebe zu den Kindern erfährst. Das Hauptziel ist Leben. Leben ist Christus und Christus nutzt praktische Dinge, damit du geformt wirst. Die Ehe ist einer der besten Werkzeuge dafür, weil die Ehe begegnet uns immer wieder. Wir haben Bedürfnisse, die auch nur in der Ehe bedient werden können und dürfen nach Gottes Gebot. Und die Ehe ist das Gefäß dafür. Aber zusätzlich, denk mal an dieses, die Ehe soll zum Leben führen. Heißt, wenn der gefallene Mensch jetzt nun Christus gefunden hat und er versteht, dass seine Erlösung muss ausgearbeitet werden und die Erlösung passiert tagtäglich, und er sieht seinen Partner vor ihm und die Frau funktioniert ganz anders als der Mensch, auch gefallen wie der Mann mit diesen gefallenen Charaktereigenschaften, aber die sollen jetzt eins werden, einig werden. Das geschieht nur durch das Beachten von ganz klaren Parametern, die Gott vorgegeben hat, damit das Ziel erreicht wird. Wenn ein Paar, was im Glauben ist, zwar amtlich verheiratet ist, aber das Ziel der Ehe ist nicht erreicht, sind sie beide tot. Sie können das ewige Leben nicht empfangen. Nochmal wichtig zu verstehen. Der Glück der Ehe hängt nicht davon ab, dass Kinder erzogen worden sind und die haben Bibelgeschichten gelernt und man war sich nicht zwar immer grün, aber man hat gelernt, damit zu leben. Das ist nicht die Ehe. Die Ehe soll zum Leben führen.
Und die Ehe soll einen geschliffenen Mensch hervorbringen. Okay? In der Ehe gibt es aber Probleme. Es sind gefallene Eigenschaften, die mit zum Tragen kommen. Der eine will nicht, der eine macht nicht mit, der eine sieht es nicht so ein. Darin musst du tagtäglich arbeiten, bis das geformt wird. Das heißt, die Arbeit ist nicht einfach. In der Ehe wird geschliffen. Wenn die Ehe nur so la-la läuft, das heißt, man ist zwar amtlich auf einem Schein noch zusammen, man ist zwar nicht getrennt, aber es läuft auch nicht richtig, Streit und Zwist ist an der Tagesordnung, kann das ewige Leben nicht empfangen werden. Es ist noch der gefallene Mensch, der dort lebt. Er ist tot. Macht das Sinn? Der gefallene Mensch kann Gottes Reich nicht erben. Fleisch und Blut kann Gottes Reich nicht erben. Du musst wiedergeboren werden. Aber die Wiedergeburt ist ein Prozess. Die Ehe ist ein wichtiges Werkzeug für dieses Ziel. Es soll zum Leben führen. Heißt, abgesehen von Glück und Wonne ist harte Arbeit gefordert. Abgesehen von Schäumerei und Träumerei wird die Realität der Ehe einen jeglichen einholen, der mit falschen Gedankengütern in diese Ehe von vornherein eingegangen ist. Also die Ehe ist zum Funktionieren gedacht, aber es kann nur funktionieren, wenn beide Christus ergeben sind. Denn wir müssen verstehen, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Alleine nur für dieses Thema könnte ich 2 Stunden da ausholen und beraten. Die Ehe ist gegeben worden, damit 2 Menschen, erstmal sind sie ganz unterschiedlich von der Denkweise her, Mann und Frau, das kommt hinzu. Erschwerend kommt jetzt nochmal die Eigenschaften, die gefallen sind, noch dazu. Und dort werden sie geschliffen. Das heißt, mit Übereinkommen Christus ist das Ziel möglich. Wenn die Ehe funktioniert und diese Harmonie in Wahrheit, in Einigkeit, in Ehrlichkeit, dass alles offenbart wurde, dass man alles versteht, was man zu verstehen hat für diese Ehe, dann hat man einen großen Teil erlebt in diesem Schleifprozess, um das ewige Leben im Empfang zu nehmen. Funktioniert die Ehe nicht richtig, wenn da Bitterkeit und Hass und etc., auch wenn sie amtlich noch gilt und man hat sich nicht getrennt, weil das Haus vielleicht abbezahlt werden muss oder sonst welche Gründe, ist es vor Gott nicht das, was Gott meint. Die Parameter, die bedient werden müssen, ich kenne einen Fall, hier in meinem Büro habe ich ein Sofa und auf dieser Couch habe ich einige Gespräche geführt, auch bezüglich der Ehe. Es ist nicht der größte Teil meiner Arbeit, beraten in der Ehe, und es ist auch nicht das, was ich da immer mit Freunden mache, weil da hast du lange Gespräche und das ist nicht immer einfach, aber ich habe schon einige Gespräche geführt und die Thematik in der Beratung ist, dass es ist freiwillig. Die Menschen, die sich beraten lassen, sind volljährig und die können sowieso und ohnehin das machen, was sie wollen. Und das kommt für die Menschen manchmal erschwerend hinzu, weil sie glauben, naja, ich habe eh die Handhabe und wer weiß, ob das, was er erzählt, richtig ist. Das, was ich erzähle, warum es richtig war, ist nicht, weil ich so schlau bin. Ich gucke mir einfach Gottes Wort an und schaue, gibt es solche Beispiele in der Bibel? Funktioniert es denn sonst in der Gesellschaft? Die Menschen, die eine Ehe eingehen wollen, müssen sich doch erstmal Folgendes fragen. Wie viele Ehen kenne ich, die überhaupt erstmal das erfüllen, was ich suche? Glück, Wonne, Freude, Friede, Harmonie, Übereinkommen, die richtigen Ziele, alles richtig gesteckt. Wie viele kenne ich selber? Was ist die Chance, dass ich jetzt nun das erfahre, was viele Menschen vor mir nicht erfahren haben? Warum haben die das nicht erfahren? War die Vorbereitung schlecht? Haben sie nicht an alles gedacht? Ich kenne ein Paar, nach der Hochzeit ging es in die Flitterwochen. Vielleicht sogar noch am nächsten Tag direkt, zumindest in der Woche, kurz danach, ging es in die Flitterwochen. Im Flugzeug, nachdem die Hochzeitsfeier vorüber war, die Gäste wieder zu Hause waren, der Kuchen gegessen wurde, Kaffee getrunken wurde. Eine tragische Geschichte, aber wie viele davon gibt es heute? Im Flugzeug, auf dem Weg in die Flitterwochen, wurde beschlossen, dass diese Ehe keinen Bestand haben kann. Viele Dinge wurden gar nicht berücksichtigt, Meinungen gingen zu sehr auseinander, was auch immer man entdeckt hat in der Minute. Am Zielort, am Flughafen, wo dort die Flitterwochen in dem Land gefeiert werden oder gehalten werden sollte, ging man schon getrennte Wege. Bei der Rückreise hat man dann schon die Trennung und die Scheidung ins Rollen gebracht und die Ehe wurde auch geschieden. Das heißt, es kam nie zu den Flitterwochen. Was haben diese Menschen falsch gemacht?
Du hast einen Arbeitskollege, fiktive Geschichte, und er heißt Tim. Und Tim ist eigentlich ein besonders kluger Mann. Und eines Tages findest du ihn vor in der Kantine und er ist bitterlich am Weinen. Und du fragst ihn: Tim, was ist denn passiert? Und er sagt dir: In der Mittagspause eben, gerade vor 2 Stunden, habe ich ein Brötchen gekauft beim Bäcker. Am Tresen habe ich einen sympathischen, sehr eloquenten, also redeflüssiger Mann, den habe ich dort kennengelernt und er hat mir ein Geschäftsmodell gezeigt. Ein paar bunte Bilder, ein paar Visitenkarten da in die Hand gedrückt und da ein Flyer. Es sah so überzeugend aus, dass ich beschloss, in der Stunde und Minute meine ganzen Finanzen zu investieren. Alles an Erspartes, das, was meine Frau auf dem Konto hat und so weiter gelegt hat, plus alle Kredite habe ich aufgelöst und ich habe investiert in dieses Unterfangen. Und jetzt, eine Stunde später, stellt sich heraus, es ist eine Warnung rausgegeben worden, es ist ein Trickbetrüger. Er, sagt Tim, hat nun alles verloren. Und du fragst dich, wie in der Welt kann man sowas eingehen? Da würde man sofort sagen, das kann gar nicht sein, der Mensch kann nicht zurechnungsfähig sein, ich muss mich getäuscht haben, an seiner Art denken zu können, analysieren zu können. Aber Menschen wollen diese wichtigste Beziehung, die der Mensch nur kennt, auf Erden eingehen, ohne Vorbereitung, ohne sich Rat einzuholen, ohne selber verstanden zu haben, ob die Parameter richtig stimmen, und wundern sich später, warum es nicht funktioniert. Deswegen, in den Gesprächen, die ich führen durfte, von vornherein konnte ich sehen, dass gewisse Dinge können nicht funktionieren, weil sie nicht gegeben sind. Und in den Fällen, wo ich das beteuert habe, hat es auch nicht funktioniert. Und es liegt nicht daran, dass ich so schlau bin oder mehr Weisheit habe. Gott hat mir schon Einsicht gegeben in vielen Sachen. Ich bin Gott so dankbar, weil ich von mir aus das nicht erfahren konnte. Ich wusste auch nicht, oder ich weiß nicht, warum er mir diese Dinge geschenkt hat. Nur ist es halt so, dass es soll ja dienen. Und oftmals ist eine Trauer da, wenn du siehst, dass Menschen nicht hören werden. Die haben nicht die Geduld, die haben nicht den Rückgrat, es durchzuleben, zu warten, auf Gottes Stimme zu hören. Emotionen sind da, Bedürfnisse sind da, die müssen schnellstmöglich bedient werden. Und dann geht man eine Bindung ein, wo man wirklich in den meisten Fällen nicht weiß, was auf einen zukommt. Also, Hoffnung ist da in Gott, bevor du den Schritt machst. Hoffnung ist da, dass du auf seine Stimme hörst, die richtige Grundlage legst. Hoffnung ist da, wenn du in einer Ehe lebst, die schwierig ist. Ja? Hoffnung ist da, dass wenn du zu den Parametern, den göttlichen, zurückkehrst, dass deine Ehe fruchten wird. Hoffnung ist da, dass du durch die Ehe lebst und geschliffen wirst, wenn du anfängst, an die Arbeit dich ranzumachen. Aber du musst dich wirklich fragen, wie viele Menschen kennst du denn, die halt so glücklich leben, was soll in deinem Fall anders sein? Sondern die Ehe ist ein ganz klares Projekt, die funktioniert nach ganz klaren, scharfen Parametern, die beachtet werden können. Das ist kein Kunstwerk, es ist kein Fischen im Trüben, dass man sagt, was würde jetzt auf mich zukommen. Es ist eine ganz klare Ausrichtung, die beachtet werden soll. Das Ziel der Ehe ist, dass Leben entsteht. Denk dran, es geht nicht um die 70, 80 Jahre Leben, was man hier nur lebt und dann ist es vorbei. Das ewige Leben ist gemeint, aber Gottes Charakter muss in uns geformt werden. Die Ehe ist ein wichtiges Werkzeug, nicht das Wichtigste. Es gibt Menschen, die haben nicht geheiratet und sind dennoch zum Ziel gekommen. Da hat Gott was Spezielles, weil er hat die Ehe gedacht. Er hat die Ehe genutzt, damit überhaupt erstmal Leben entstehen kann. Ohne Ehen hätten wir keine Kinder, kein Nachkommen. Also Ehe ist wichtig. In einigen Fällen, Apostel Paulus, unser Herr Jesus selbst, war nie verheiratet in der Form, wie wir es kennen, aber die Institution der Ehe hat er bewilligt. Es soll zu einem Ziel führen, es ist eine Bindung zwischen einem Mann und einer Frau. Leben soll entstehen. Was vor uns ist, ist das ewige Leben. Merkt ihr bitte diesen Part zum Abschluss. Die Ehe soll funktionieren nach Gottes Wegen. Schlaf nicht auf dem Verständnis, ruhe dich nicht aus, zu sagen: Nun ja, Dinge sind so, wie sie sind, wenn du Gott suchst und Christus nachgehen willst. Denn nur Christus zu bekennen als Erlöser bringt nicht deinen Charakter hervor, sondern durch Arbeit und Schliff. Und das passiert in der Ehe. Okay? Die Ehe führt zum Leben durch Gottes Geist. Und damit ist gemeint, dass Mann und Frau, während sie zueinander finden, um eins zu werden, immer mehr geschliffen werden. Sie müssen Emotionen ablegen, sie müssen zuhören können, sie müssen aufeinander zugehen können, sie müssen verstehen, sich zu demütigen, sich unterzuordnen, den anderen höher zu achten als einen selbst. Das formt Gottes Charakter, das führt zum Leben. Im nächsten Abschnitt reden wir mal über die Ordnung in der Ehe. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.